Was geht, Freunde? Ich habe heute im Stream wieder ein neues Horror-Game gespielt. Das Game war sehr, sehr ähnlich zu Choo Choo Charles, wie der Name auch verrät, weil das Game heißt Waffle Cone Willy. Es gibt in dem Game Eiswagen, aber ziemlich schnell stellt sich raus, dass der Eiswagen ziemlich böse Absichten hat, und zwar mich zu töten. Unser Ziel ist es in dem Game, den Eiswagen zu stoppen. Ob ich das Ganze geschafft habe, seht ihr in dem Video. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Sehr, sehr wichtig, kommt auf Twitch in die Streams, um an den Chat teilzunehmen. Viel Spaß mit dem Video. Chat, wir gehen rein in Waffle Cone Willy. Es soll ähnlich zu Choo Choo Charles sein. Der Name verrät... Okay, das sieht... ziemlich gruselig aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht ziemlich entspannt aus, aber nein, es sieht unfassbar gruselig aus. Willkommen zu Sweetwater! Okay. Chef, weiß jemand, was meine Aufgabe ist? Uah! Chef, passt der Ton? Eins und Chef, wenn der Ton passt. Was war meine Aufgabe? Was stand da gerade? Was stand da gerade? Hat sich einer gemerkt? Oh! Geh zur 47 Fairview Road. Okay. Ihr sagt, der Ton passt? Oh mein Gott, Chat GG. Das war's. Warum hört sich das so gruselig an? Oh, wir kriegen's markiert. Yo, jetzt schon W Game. Wer parkt hier? Falschparker. Ist das der Eiswagen? Was ist für ein Ton? Ich will ein Eis haben. Okay. Da ist ein bisschen viel Nebel, Chat. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Okay, Chat, wir gehen scheinbar in das Haus rein. Ganz schön verlassene Stadt. Wer denkt auch, die haben hier ziemlich viele Geheimnisse? Wollt ihr mir gerade sagen, wir brechen jetzt bei irgendjemandem... Okay, wir brechen bei irgendjemandem random ein. Betrete das Erdgeschoss. Ich muss kurz meine Kamera aufnehmen, meine Bodycam-Chat zur Sicherheit. Wir wissen nie, was hier passiert, okay? Test, Test. Klappe die erste. Wir gehen durchs Erdgeschoss. Lagerhalle, ha? Huh? Okay, wir suchen hier noch ein paar Geheimnissen, Chat. Aktuell brauche ich noch keine Taschenlampe. Was haben wir hier? Die Zeitung, oder was? Zeig mal her. Okay, Sommerpicknick, ha? Huh? Okay. Okay, hier hat jemand gepicknickt, Chat. Hier hat jemand gepicknickt. Interessant, interessant. Okay. Gibt uns schon mal nicht so viel Information. Ab ins nächste. Die Garage! Leer. Chat, wenn ihr irgendwas Auffälliges seht, schreibt sofort rein. Okay, wenn ihr was seht, schreibt's rein. Okay, hier ist ein Schrank. Leer. Sind die Schubladen... Eine Batterie für die Taschenlampe! Also wollt ihr mir sagen, meine Taschenlampe braucht Batterien? Ja, das war's. Habe ich den TikTok-Stream überhaupt gestartet? Kann kurz einer von den Mods schreiben, ob der TikTok-Stream läuft? Wenn ja, was geht TikTok? Wie geht's euch? Ein Foto! Was haben wir auf dem Foto drauf? Mach mal kurz die Taschenlampe aus. Ein Geist. Okay, läuft? Okay, danke euch. Wer würde sich freiwillig ein Bild ins Zimmer legen? Wo ein verdammter Geist drauf ist, Chat. Wer würde das machen? Wer ist so crazy und macht das? Noch eine Batterie. Okay, nächster Raum. Ankleidezimmer, oder was? Chat, das ist verdammt nochmal gruselig. Seht ihr schon irgendwo einen verdammten Eistruck? Weil ich hab Hunger. Ich würde mir gerne Eis holen. Was ist hier? Oh, eine Zeichnung. Danke, Willy. Oh, also ist Willy nett? Eins und Chat, wem ich ein Eis mitholen soll. Willy ist nett. Wem soll ich ein Eis mitholen? Warum ist das... Okay, irgendwas ist hier. Ein Schlüssel. Oh, wir... Ihr wollt mir... Okay, irgendwas hat die Stadt zu verbergen. Wir finden in dem einen Haus einen Schlüssel zu einem anderen Haus. Sag mal, wohnt hier keiner? Okay. Was haben wir hier? Badezimmer, ha? Huh? Okay. Dann gehen wir mal raus, Chat, huh? Dann gehen wir mal raus. War da noch eine Tür? Nein. Oh! Kühlschrank. Ein Eis! Stracciatella, Chat. Was ist eure Lieblings-Eissorte, Chat? Schreibt's rein. Ich bin ganz langweilig mit Erdbeer-Kokosnuss immer, Chat. Ich nehme immer Erdbeer und Kokosnuss. Oh, Kokosnuss ist crazy, Chat. Okay, dann gehen wir wohl zu 52.
Wenn ihr einen Eiswagen seht, lasst es mich wissen, Chip. Oh, das ist direkt gegenüber. Okay. Das war nur der Busch. Hallo, ist jemand zu Hause? Hier steht hier steht die Polizei vor der Tür. Ich wiederhole, hier ist die Polizei. Sind wir Polizisten? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann nehmen wir mal ein paar Proben von dem Kaffee. Man weiß ja nie, was so im Kaffee reingemischt wurde, ha? Huh? Wenn ihr was Auffälliges seht, Chat, schreibt sofort rein. Da war ein Eiswagen, for real? Wer ruft mich um die Uhrzeit an? Wir können doch nicht bei irgendwem Fremdes ans Telefon gehen, habe ich recht? Wo ist überhaupt das? Wo? Wo ist überhaupt das Telefon? Ist die Waschmaschine? Wo ist überhaupt das Telefon? Yo, ich will mein Telefon im verdammten Wohnzimmer haben. Warte mal, halluzinieren wir? Oh! Zettel, der aufs Telefon zeigt. Du wirst finden, nach was du suchst. Bei der 45. Ich hab den Hauskey hinter dieses Blatt gepackt. Okay. Okay, Chip, wir haben... Okay. Wir müssen zur 45, Chip. Merkt euch das. Ab zur 45. Aber wer hat gerade angerufen? Wer von euch war das? Okay. Ich sage ehrlich, warum sollte ich vor einem verdammten Eiswagen Angst haben, Chad? Warum sollten wir vor einem Eiswagen Angst haben? Wie gruselig kann ein Eiswagen schon sein? Schau dir das an, der ist nett! Alle malen den! Okay, ab zu 45 scheinbar, ha? Huh? Die Frage ist nur, wo ist die 45? Die 45! Okay, bis jetzt noch nicht schön, was passiert. Hallo? Jemand zu Hause? Habt ihr das gehört? Oh nein, Chat. Ich habe das Gefühl, das Game wird irgendeine richtig schlimme Wendung gleich nehmen. Ich mein's ernst. Okay, wir suchen jetzt, wie wir Willy stoppen können. Was ist hier eine Notiz? Heißt Tinge läuten? Ich glaube ja, das Läuten. Es hört nie auf. Sogar in meinen Träumen, ich höre es. Und ich kann nicht entkommen. Ich werde ihn auf keinen Fall meine Kinder nehmen lassen. Okay. Mach aus! Sonst wer kocht dir einen Kaffee? Ja, der Feueralarm geht gleich los, ich mein's ernst. Der verdammte Feueralarm wird gleich losgehen. Wir müssen hier raus. Das Haus sprengt sich gleich in die verdammte Luft. Weg hier! Habt ihr das gehört? Oh nein, Chat, GG. Habt ihr das gehört, Chat? Habt ihr das gehört, Chat? Hat jemand geklopft? Herein! Jo, ich fang an, mir Sachen einzubilden, ich Loser. Oh, hier hat eine Oma gewohnt in ihrem Stuhl. Okay. Wir haben aber noch nicht so ganz herausgefunden, wie wir Willy stoppen können. Garage? Warum empfangen wir was? Ist das verdammt nochmal Blut? Ja, GG Chat. Eins im Chip, wer denkt, der Typ hat gerade Pommes mit Ketchup gegessen und ein bisschen Ketchup verschüttet. Zwei im Chip, wer denkt, ich glaube, das ist Blut. Oder drei im Chip, wer sagt, das ist Erdbeereiscreme. Ich bin mir nicht sicher. Das Relikt von St. Michael ist der einzige Weg, ihn zu stoppen. Wir haben es in vier kleine Stückchen zerteilt, damit er aus uns nicht stehlen kann. Und wir haben jedes Stück in eines dieser in vier verschiedenen Plätzen in der verdammten Stadt verteilt. Es gibt eins ist bei 48. Wenn du es findest und es und alle vier Teile zusammenpackst, dann geh in den Park und verbannen. Bitte mach es und bring diesen Albtraum zu einem Ende. Okay, Chit, das allererste ist in der 48. Wir haben noch keins gesehen. Wir haben noch keins gesehen. Ah!
Ab zu 48, Chat. Bilde ich mir das ein oder schaue mich gerade zwei rote Augen blinzelnd an? Wenn wir da jetzt hingehen. GG, das war's. Wir sind gekocht, ich mein's ernst. Okay, 1 in Chat, wer sagt, wir gehen zur 48 nach links. 2 in Chat, wer sagt, wir gehen erstmal zur 50 gegenüber, wo gerade Willy war. Überlegt's euch gut. Natürlich schreibt ihr eine 2. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das war nicht Willy Chat. Das waren einfach nur 2 Laser und jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Ich meine, wie soll ein verdammter Bus in ein Haus gehen? Abgesperrt. Okay, dann gehen wir in die 48. Hört ihr das? Oh mein Gott. Chat, wenn ihr was seht, schreibt sofort rein. Ich dachte gerade, das sind Fußschritte und das war nur die Uhr. Yo, yo, yo. Ich bin viel zu gestresst, du. Okay, Chat, irgendwo hier soll ein Stück sein. Ja, wer will gemoddet werden? Weil wo ist das verdammte Stück? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in der Uhr drin ist. Ich weiß nicht warum. Die Uhr gibt mir irgendwie den Vibe, als wäre das Stück. Okay. Wie reloadet man seine verdammte Taschenlampe? Und ich habe eine Batterie verschwendet. Oh, wir haben sie wieder aufgeladen. Okay, hier im Bad ist erstmal nichts Auffälliges, außer dass die verdammte Badewanne aus dem 18. Jahrhundert stammt. Okay. Tja, ich meine, sie hat sich... Habt ihr das gehört? Was war das? Das war die Toilettenspülung. Hey, wer benutzt gerade die Toilette von Ihnen, ja? Wer... warum hat sich gerade die Toilette gespült? Kann mir das einer erklären? Ja, Chat, warum hat sich gerade die Toilette gespielt? Was ist das? Ein neuer Spielplatz für Kinder? Okay, bis jetzt hört sich nicht so gruselig an. Was ist hier? Ein schlecht beleuchteter Keller. Hallo? Ist hier jemand? Finde den Code. Oh, den Code für was? Oh, den Code. Chat, irgendwo hier ist ein verdammter Code und wir müssen da rankommen. Ja, wer weiß, wo der verdammte Code sein könnte? Wir brauchen den verdammten Code. Hier. Das Tape, das du brauchst, ist bei der 32. Chat, das müssen wir jetzt aufschreiben. Chat, sollen wir erstmal das Tape holen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Tape verrät uns ein paar Sachen. Ich will eigentlich raus. Ich mein's ernst, ich will eigentlich... Wenn ihr irgendwo 2 rote Augen seht, Chat, schreibt sofort rein. Wir müssen zur verdammten 32 gehen. Was gefühlt am anderen Ende der Stadt ist. Rennen? Warum schreibt ihr da Rennen? Warum schreibt ihr da Rennen? Wo genau ist die 32? Oh, hier ist die 35, also ist hier irgendwo die 32. Chat, wer die 32 sieht, soll sofort reinschreiben. Ich glaube, sie ist hier links. Jo, die verdammten Geräusche, die ganze Zeit kommen, machen mich wahnsinnig. Die Geräusche, die hier kommen, machen mich wahnsinnig. Okay, ab in die 32. Ab in die... Ja, und hier wurde definitiv ein Ritual durchgeführt, Chat. Ja, und hier wurde absolut ein verdammtes Ritual durchgeführt, Chat. GG. GG. Okay, wir suchen hier einfach nur ein Tape, nichts weiter. Ich will hier niemanden stören, wer auch immer verdammte Rituale hier durchführt, okay? Ich will sie nicht stören. Ich suche nur ein verdammtes Tape. Im Kühlschrank? Warum ist hier überall Eiscreme? Ist das der Eiswagen? Chat, habt ihr den Eiswagen gehört? Ich will ein Eis haben.
Seht ihr, was ich sehe? Da sind 100.000 Fliegen und Mücken. Was bedeutet irgendwas vermodert da drin? Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Ah! Raus hier. Raus hier, sofort. Aber er ist nett, Chat. Seht ihr? Okay, eins in Chat, wer sagt, das Lächeln sieht nett aus. Die kriegen alle Eiscreme. Schau mal, alle Kinder sind glücklich. Der Eiswagen! Okay, wir gehen in den verdammten, gruseligen Keller runter und bringen da das Tape hin. Warum habe ich das Gefühl, dass das Tape ein ziemlich schlimmes Geheimnis aufdeckt? Warte mal, das war der Sound von 616. Warte mal, war das der Sound von 616? Okay, das Tape playt nicht. Okay, das Tape playt nicht. Ich glaube, es war der Sound von 616 von dem Tape. Die Kinder sehen weder glücklich, noch menschlich, noch nett aus. Ja, genau. 6124! Denkt ihr, das ist der Code? Hey, die brauchen mich nicht weiter anschauen. Warte mal, was war's? 6124, habe ich recht? Habe ich mir das gerade eingebildet oder hat irgendjemand die Tür hier oben zugemacht? Wir sind offiziell gekocht, Chat. Das war's. GG. Wir sind gekocht. Okay, wie? Ich finde einen Schlüssel zu einem Schlüssel zu einem Schlüssel zu einem Schlüssel! Okay, ab zu 33, Chat, huh? Aber hier muss... Okay, wer klingelt so spät an der Tür? Herein! Niemand. Trippig oder stand hier immer schon ein Spielzeughund? Hallo? Okay, wer... Haha, wie witzig, Chat, ha? Wer hat sich hier den Spaß erlaubt und dachte sich, er macht hier mal einen Klingelstreich? Witzig, Chat, sehr witzig, ha? Was haben wir hier drüben eigentlich? Oh. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habt ihr gerade gehört, wie irgendjemand in diesem Raum irgendwas gesagt hat? Von wo verdammt nochmal kam das? Von oben? Cherry soll doch ein Teil sein, irgendwo habe ich recht. Warum ist die Tür abgesperrt? Ja, warum ist die Tür abgesperrt? Warum ist die Tür abgesperrt? Ich lade mal kurz unsere Taschenlampe nach. Ey, ich spiele die Spielchen nicht, okay? Ich spiele die Spielchen nicht. Ich komme jetzt zur Tür und sie machen auf. Wer ist da? Okay, hören Sie mir zu, machen Sie das noch einmal, rufe ich die Polizei, okay? Ich weiß, ich bin auch eingebrochen hier, aber beruhigen Sie sich. Chef, wenn ihr gleich irgendwie die Tür aufgehen hört, schreibt sofort rein.
Ist da gerade der Eiswagen langgefahren? Jojo, habe ich mir das gerade eingebildet oder ist gerade eben der Eiswagen von rechts nach links gefahren? Wollt ihr mir sagen, der cruist die ganze Zeit durch diese Stadt hier? Tür ist noch zu, okay. Tür ist noch zu, okay. Jen, habt ihr schon das Teil irgendwo gefunden? Ich weiß nicht, ob wir hier raus sollen. Hier ist eine Batterie. Jo, ich habe das Gefühl, gleich wird jemand hinter mir sein. Jo, wie reich ist die Familie hier? Die haben 80.000 Bäder. Hier ist der Safe. Hier ist der Safe. Was war das gerade für ein Ton? Chef, was war das gerade für ein Ton? Yo, das Game ist gruselig, ich mein's ernst. Warum liegt hier eine Bibel? Okay, das Game ist gruselig, Chef. Ich mein's ernst. Ich hab das Gefühl, dass gleich Willy hierher kommt. Okay, weiß jemand, was der verdammte Code ist? Ja, wenn das die Familie ist, die hier gelebt hat, dann weiß ich, warum die verflucht sind. Ich weiß nicht mehr weiter. Oh, eine Batterie. Was sind das für Töne hier die ganze Zeit? Warte mal, jetzt ist es der richtige Eiswagen, seht ihr? Da ist kein Gesicht vorne dran. Warum hält er direkt vor unserem Haus? Geh raus. Wer atmet hier? Wer atmet hier? Yo, tripp ich oder hat hier gerade jemand geatmet? Finde den Code, um den Lock zu unlocken. Okay, wie soll ich den Code finden? Wo soll ich danach suchen? Chef, wo denkt ihr, ist der Code versteckt, seid ehrlich? Ja, will jemand gemoddet werden? Wo ist der Code? Okay, wer sich das freiwillig in sein Schlafzimmer hängt, hat auch wirklich vor nichts Angst. Jo, wer sich das freiwillig hier reinhängt, hat auch Angst vor nichts. Es ist nicht 1, 2, 3, 4. Es ist nicht 1, 2, 3, 4. Und ich muss noch Enter drücken. Es ist 1946, auf keinen Fall. Chat, können wir bitte nur reinschreiben, wenn ihr es möglich wisst? 18174? Warum schreibt ihr einfach nur random Zahlen rein? Okay, eins in Chat, wer der Meinung ist, wir gehen erstmal zu 33. Wer ist der Meinung, wir gehen erstmal zu 33? Okay, wir gehen zu 33, Chat. Hallo, ist jemand zu Hause? Nein, aber scheinbar ein verdammter gehackter Fernseher. Okay, der Fernseher hat kein Signal. Was ist hier für eine Notiz? Okay, das muss ich mir. Er schaut uns von den Schatten an. Seine Präsenz ist schrecklich. Wir können nicht atmen und sich bewegen. Wir sind eingesperrt. Jo, als ob ein Eiswagen so schlimm wäre. Grow up. Es ist ein Eiswagen. Ich bin mir sicher, dass diese Melodie Copyright ist. Ich glaube, ich werde einen Strike bekommen. Warum hat sie aufgehört? Hey, der Gesang war schön. Ah! Ja, definitiv ist jetzt was in die Hose gegangen. Kommt der Eiswagen? Jetzt kriege ich meine Kokosnusskugel Eis.
Oder auch nicht! Was suchen wir? Was suchen wir? Braucht der Fernseher Signal? Ich glaube ja, Chad. Wir müssen irgendwie Signal herstellen. Chad, hat jemand eine Idee, wie wir hier Signal bekommen? Oh. Zeitung. Wir suchen nach verschwundenen Kindern. Okay. Chad, das Ganze nimmt langsam eine ziemlich schreckliche Wendung an. Die Tür braucht einen Schlüssel. Haben wir irgendwo einen Schlüssel gefunden? Ich glaube, wir haben einen gefunden. Habe ich recht? Für die 52. Okay, zu wie vielen Häusern muss ich noch laufen? Liebes Tagebuch, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe die ganze Zeit diese Melodie in meinem Kopf gehört. Und diesen leeren Blick in sein Gesicht. Es war nicht menschlich. Es war wie eine Maske. Sich vor irgendwas Schrecklichem versteckt. Und dieser Truck. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Die Farben, die Lichter. Alles an ihm scheint so designt worden zu sein, um Kinder anzulocken. Aber es ist eine Falle. Eine monströse, angsteinflößende Falle. Okay. Chip, wer denkt, die haben einfach ein bisschen zu viel, ihr wisst schon, genommen? Ich wollte mir sagen, der Eiswagen kommt schon wieder. Das Licht hat geflackert. Denkt ihr, hier irgendwo ist es versteckt? Warum ist in jedem Gefrierfach Eiscreme? Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen zu 52 erstmal, Chad. Ich weiß nicht, warum. Wer ist auch der Meinung, wir sollten erstmal das haben, was wir haben, nutzen? Weil ich, ja. Ich persönlich würde zu 52 gehen. Ich persönlich würde zu 52 rüber huschen, Chad. Was sagt ihr? Jo, wir haben noch nicht ein Teil gefunden. Chad, bin ich ein Loser? Seid ehrlich. Aber nicht so ein großer Loser wie Waffle Cone Willy. Wer würde freiwillig Waffle Cone Willy heißen? Fast so schlimm wie Choo-Choo Charles. Wo ist die 52? Oh. Jo, ich dachte gerade, die 52 ist da, wo davor Willy drin war. Habe ich mir das gerade eingebildet, oder ist im rechten Raum eine Person? Warte mal, das müssen wir kurz untersuchen, Chad. Habe ich mir das gerade eingebildet, oder ist hier eine... Warum sind hier alle Türen offen? Warte mal, für die Toolbox. Habt ihr... Wir waren in dem Raum schon. Denkt ihr, wir können jetzt bestellen? Hey! Ich hätte gern zwei Kugeln Eis! Ah! Okay, ich werde es nie wieder mehr probieren. Warum flackert die ganze Zeit das Licht bei die... Warte mal. Eins im Chat, wenn der Fernseher flackert, wenn Willy unterwegs ist. Weil jedes Mal, wenn es geflackert hat, kam Willy. Ja? Ich glaube ja. Okay, irgendwo hier muss eine verdammte Toolbox sein. Ich weiß nur nicht, wo diese Toolbox ist. Hier? Chat, ich glaube ja. Ich glaube, dieses Flackern ist ein Hinweis, dass Willy unterwegs ist. Hat jemand eine Toolbox gesehen? Okay, ich würde eine Toolbox in der Garage haben, ich mein's ernst. Okay, an der Seite von dem Haus können wir eine Garage öffnen. Kommt der wieder? Okay, er wird aber nicht abbiegen, habe ich recht? Chat, für welches verdammte Haus ist das gedacht? Hat jemand eine Idee? Jetzt ist aber nur das Problem, dass hier weit und breit keine Möglichkeit ist, die Fuse ein... Bei der 12. Okay, 12 ergibt gar keinen Sinn.
Zerstört er das? Meine Veranda! Wir können jetzt hier nicht eine Stunde hocken und jedes Haus abgehen. War ich schon in der 32? Oh ja, das war das. Oh ja, das war das verfluchte Haus. Oh ja, die 32 war das verfluchte Haus. Code ist 9434. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn der Code 9434 ist, ziehe ich meine gebrauchte Unterhose, nachdem ich richtig tief dran gerochen habe, durch die Nase und auf den Kopf. Es ist for real 9434. Tja, wenn es 9434 ist. Wenn es 9434 ist, fresse ich meine Maus on stream direkt. Und ich meine damit meine Computermaus. Wer mein Stück? Warum schreibt der gesamte Chat Mach? Chat, ich habe gerade mein Gedächtnis für die letzte Minute verloren. Ich weiß nicht, was ihr meint. Geht zur. Okay, wie wär's, wenn wir erstmal die Fuse holen würden? Eins nach dem anderen. Chat, würdet ihr mich als L-Cheater betiteln? Weil ich nicht. Ich hatte eine kleine Vision, die mir gesagt hat, 9434 ist der Code. Ich weiß nicht warum. Ja, würdet ihr? Weiß nicht, was ihr meint, Chat. Irgendeine Stimme hat mir gesagt, 9434 ist der verdammte Code. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Meine Taschenlampe ist leer. Meine. Okay, ab zu 2 und. War das Karma, Chat, seid ehrlich. Ich glaube, das war Karma. Wir wussten, glaube ich, dass der Jumpscare da kommen muss. Jo, wenn wir da jetzt hingehen, die Fuse einsetzen und dann wäre der Code da gestanden, bin ich der größte L-Streamer der Welt und das meine ich ernst. Wenn wir da jetzt allen jetzt hingehen, ich setze die Fuse ein und dann kommt der Code, bin ich der größte Loser der Welt. Warum müssen wir im verfluchten Haus das alles machen, ha? Huh? Fuse wird eingesetzt. Ein Brecheisen? Können wir damit alle barrikadierten Türen aufbrechen? Oh mein Gott, wenn wir da jetzt in die... Chat, wir gehen provisorisch kurz in die 48, weil ich nur kurz fürs Verständnis abchecken will, ob dahinter der Code gestanden wäre. Okay, einer lebt hinter Mond und schreibt 6142 ist der Code, bitte mach. Okay, entweder hast du for real eine Stunde Stream-Verzögerung. Oder dein Gehirn arbeitet nicht ganz so, deswegen mach deine Fenster auf Kipp und atme ein bisschen Sauerstoff ein. Weil den Code haben wir vor einer Stunde eingegeben. Okay, dann benutzt doch das Brecheisen. Dann benutzt doch das... Schreibt noch eine Codezahl rein, obwohl wir schon längst den Code eingegeben haben. Dreh ich durch. Chef, was ist das Brecheisen? Eine nützliche Crowbar. Scheint so, als ob du eine zugenagelte Tür aufbrechen könntest. Okay. Wo sollten wir nochmal hingehen? Geh zu Pilkem Street und finde Hinweise für das nächste Relikt. Alle schreiben mit. Okay, wo ist die verdammte Sand, was auch immer Street? Die existiert nicht mehr! Oh! Warte mal, wollt ihr mir gerade sagen, das ist die Straße, in der wir noch nicht waren? Ja, das war's. Wir könnten nur noch versuchen, die 50 aufzubrechen, wobei ich glaube, das geht auch nicht. Okay, wenn ihr eine zugenagelte Tür seht, Chat, schreibt sofort. Blutsbruder wurde von einem Blatt gejumpscared vor GTA 6 und das muss crazy sein, Chat, ich mein's ernst. Okay, aber wie? Hallo?